liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch. Heute gibt es das 101. Video und dazu auch ein neues Format. Die Sarah erklärt. Wie ihr wisst, mache ich ja eine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft und habe da natürlich auch viel Schule. Und weil Anatomie es ganz schön in sich hat, fange ich jetzt an, mindestens ein Video zu machen in meinen Schulturni, Begriffe zu erklären oder Sachverhalte zu erklären, die vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen sind, und das mit Bildern unterlegen. Heute fange ich an, euch zu erklären den Begriff Hypertrophie, Hyperplasie und das große Thema Tumore. Dazu, um euch das so bildlich zu erklären, wie es nur geht, gehe ich jetzt in das Off. Und ihr schaut euch das ganz in Ruhe an und wir sehen uns dann nochmal zur Verabschiedung. Hallo und herzlich willkommen im Off. Ich fange heute an mit der Hypertrophie und der Hyperplasie. Das sind Ereignisse der Anpassung an eine höhere Leistung im Körper. Die Hypertrophie ist die Volumenzunahme eines Organs bedingt durch Vergrößerung der einzelnen Zellen. Zum Beispiel bei der Herzhypertrophie. Zum Beispiel bei Leistungssportlern. Der Muskelhypertrophie bei trainierten Menschen, der Nierenhypertrophie, wenn nur noch eine Niere vorhanden ist. Eine andere Form der Anpassung an eine höhere Leistung ist die Hyperplasie. Die Hyperplasie ist auch eine Volumenzunahme, jedoch bedingt durch die Zunahme der Zellanzahl, zum Beispiel bei einer Schilddrüsenhyperplasie, beim Absinken des Jodspiegels. Bei der Hypertrophie also nimmt das Volumen der einzelnen Zelle zu. Bei der Hyperplasie nimmt das Volumen auch zu, doch es bilden sich weitere Zellen. Jetzt kommen wir zum unregelmäßigen Wachstum im Körper. Dafür gibt es mehrere Synonyme, zum Beispiel Tumore, Geschwülste, Neubildungen, Neoplasmen oder Krebs. Die Abteilung, die sich mit dem unregelmäßigen Wachstum beschäftigt, ist die Onkologie. Die Merkmale eines Tumors sind autonomes Wachstum. Das heißt, es unterliegt nicht dem normalen Regulationsvorgang. Es ist also ein Fremdkörper. Der Tumor, das Geschwulst, die Neubildung und so weiter wächst irreversibel. Also es gibt keine spontane Rückbildung. Der Tumor, das Geschwulst oder die Neubildung und so weiter verhält sich parasitär. Aus dem Wort parasitär könnt ihr ganz leicht Parasit bilden und das erklärt sich natürlich auch von selbst. Wir legen uns jetzt mal auf das Wort Tumor fest. Ein Tumor kann sich unterscheiden in gutartige, benigne Tumore und maligne Tumore, die bösartigen. Benigne kommt aus dem lateinischen Wort benignus für gutmütig. Maligne ist aus dem lateinischen Wort malignus, bösartig. Einen gutartigen Tumor erkennt ihr daran, wenn auf einem Arztbrief oder auf einer Diagnose steht, das Ausgangsgewebe, wo sich der Tumor befindet, plus ein Ohm hinten dran. Zum Beispiel, wenn sich der gutartige Tumor im Muskelgewebe befindet, ein Myom. Im Bindegewebe ein Fibrom. Im Fettgewebe ein Libum. Bei maligne Tumoren, also die bösartigen, das Ausgangsgewebe plus Tumor oder als anderes Wort Karzinom. Karzinom bedeutet Krebs, zum Beispiel Bronchialtumor bzw. Karzinom. Es gibt aber auch das Wort Sarkom, das bedeutet Fleisch, wenn es zum Beispiel im Knochen ist, das Knochensarkom. Es gibt verschiedene Ursachen für maligne Tumore, also die bösartigen, von innen und von außen. Von außen heißt es auf Lateinisch exogen, also die exogenen Einflüsse sind zum Beispiel Strahlung, Genussmittel, Stress oder Hepatitis-Viren, und endogene, also von innen, zum Beispiel Vererbung oder eine Disposition dafür. Das heißt, eine Veranlagung dafür, einen Tumor zu bekommen. Ich zeige euch hier eine Tabelle, in der die Kriterien des malignen und des benignen Tumors nochmal aufgezeigt werden. Als erstes Kriterium steht das Wachstumsverhalten. Das Tempo eines malignen Tumors ist schnell, also eines bösartigen. Eines gutartigen, dem benignen, langsam. Die Ausdehnung ist bei einem bösartigen Tumor infiltrierend und bei einem gutartigen expansiv. Das erkläre ich euch jetzt nochmal. Infiltrierend bedeutet das Eindringen in gesundes Gewebe
und expansiv ist ausdehnend. Die Begrenzung eines bösartigen Tumores ist unscharf, also man kann keine Begrenzung sehen. Eines gutartigen Tumors ist scharf, man kann die Begrenzung klar und deutlich sehen. So, das war's zum Wachstumsverhalten. Jetzt kommt die Auswirkung auf das gesunde Gewebe. Ist bei einem bösartigen Tumor destruierend und bei einem gutartigen nicht destruierend. Also zerstörend. Bei einem bösartigen Tumor also zerstört er auch teilweise das gesunde Gewebe und ein gutartiger nicht. Die Nekrosen bei einem Tumor, das heißt Zelltod, bei dem bösartigen oft vorhanden und bei einem gutartigen sehr selten. Die Rezidivneigung ist die Neigung dazu, ob es zu einem Rückfall kommt oder nicht. Bei einem bösartigen Tumor ist die Rezidivneigung vorhanden und bei einem gutartigen Tumor nicht. Die Metastasierung als letztes in der Tabelle ist bei einem bösartigen Tumor, einem malignen Tumor, charakteristisch und bei einem benignen, also einem gutartigen Tumor, fehlt sie. Die Metastasierung ist die Entwicklung von Tochtergeschwülsten nach Verschleppen von Zellen des Tumors. Die Metastasierung wird in drei Phasen eingeteilt. Die erste Phase, ich zeige es euch hier an dem Bild. Was in dem Bild leider fehlt, ist das Ansetzen eines neuen Tumors in einem neuen Organ. Phase 1 ist das Einwachsen des Tumors in ein Blut- oder Lymphgefäß und Ablösen von einzelnen Zellen. In der Phase 2 kommt es zur Verschleppung der Zellen und zu dem Weitertransport. Bei der Phase 3 haften sich die Tumorzellen an einem Gefäß an, wo optimale Bedingungen herrschen. Und schon ist ein Tochtergeschwülst entstanden. Es gibt verschiedene Verschleppungswege. Es gibt Lymphogen, es ist die häufigste Form. Hämatogen ist über das Blut. Lykrogen ist über das Hirnwasser. Und intrakanikulär ist über die Harnwege. Über einen Kanal also. Wir haben es fast geschafft. Jetzt zeige ich euch von den Tumoren noch die TNM-Klassifikation. Wie ihr hier sehen könnt, steht TNM für Tumor, Nodulus und Metastasen. Bei dem T kann es entweder T0 oder T4 geben. Nodulus steht für den Befall der Lymphknoten. Dann das M. Das M steht für Metastasen. Die TNM-Klassifikation dient der Stadieneinteilung von bösartigen Tumoren. Es gibt verschiedene Therapien. Als allererstes wird natürlich eine Operation durchgeführt. Außer der Tumor ist so groß, dass er komplett irreversibel ist. Danach kommt es, um eine Metastasierung zu vermeiden, zu einer Chemotherapie oder zu einer Behandlung mit Zytostatika, dass die Zellen inaktiv werden. Das gilt dann meist aber auch für gesunde Zellen. Daher baut der Körper auch sehr ab. Danach kann es zu einer Bestrahlung kommen. Oder man kann auch auf eine Hormontherapie zurückgreifen. Ich hoffe, ich habe euch das verständlich erklärt. Ich beziehe mich meinen Quellen auf Unterrichtsmaterial aus meiner Schule, dem BSZ Hugo Junkers. Ihr könnt mir ja Verbesserungsvorschläge auch in die Kommentare schreiben. Dann beim nächsten Video werde ich diese auch berücksichtigen. Ich hoffe, das Video war für euch sehr, sehr lehrreich. Es hat euch gefallen. Es ist das erste in diesem Format und es wird noch einige mehr geben davon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns beim nächsten Unterwegs in Dessau. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das neue Format gefällt, dann schreibt es mir doch hier bitte unten in die Kommentare rein und ansonsten lasst mir einfach einen Daumen nach oben da oder abonniert mich ganz schnell.